Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute mit euch zusammen Cupcakes backen. Habe ich noch nie gemacht, ist also heute Premiere, habe also ordentlich das Internet durchstöbert, um da passende Rezepte zu finden. Denn wie ich mich auch informieren musste, belehren lassen musste, ist, dass Muffins und Cupcakes nicht dasselbe sind. Muffins sind halt von ihrer Teigstruktur wohl ein bisschen grober, ist mir noch nie aufgefallen. So dass man also erst die feuchten Zutaten miteinander separat vermischt, dann die trockenen und das dann zusammen vermischt, aber auch nur wohl ganz kurz. Muffins sind halt bekannt durch ihre pilzartige Form, dass sie oben aufplatzen und so. Und dass sie halt von der Teigstruktur ein bisschen fester sind. Bei Cupcakes ist es anders. Cupcakes sind, ich zeige euch das mal hier auf dem Bild. Das habe ich mir von Amandines Oase, gibt es bei YouTube den Kanal. Und die hat auch einen Homepage, einen Blog, wo man sich das ausdrucken kann. Und Cupcakes sind eher zu vergleichen mit so feinem Boden wie Biskuit oder sowas ähnliches wie von einer Torte. Also das sind feine Böden, wie so Rührkuchen kann man sagen. Und da werden natürlich erst, wie man das so kennt, das Butter, Zucker so ein bisschen schaumig geschlagen wird. Nach und nach kommen die Eier dazu und dann die trockenen Zutaten ganz kurz untergerührt. Und das ist also bei den Cupcakes so. Und Cupcakes backen nicht in die Höhe, sondern backen eher flach, damit man auf die Cupcakes natürlich dieses berühmt-berüchtigte Topping, was eigentlich bei Cupcakes dazugehört, noch mit oben drauf machen kann. Der Teig ist deshalb auch so ein bisschen feiner, lockerer, leichter, weil meistens das Topping obendrauf doch so ein bisschen üppiger ist, weil ja meistens Butter und sowas alles drin vorhanden ist. Ja, die möchte ich heute mit euch zusammen machen. Es ist ein Cupcake-Grundrezept, das man entsprechend abwandeln kann. Das heißt, es ist also ein heller Boden. Ich mache ein bisschen Vanilleextrakt mit rein. Den kann man natürlich dann auch einfärben, indem man einen Teil des Mehls bzw. einen Teil der Speisestärke weglässt und dafür Kakaopulver hinzufügt und vielleicht noch ein bisschen Milch, um es ein bisschen geschmeidiger zu machen. Hier sind auch noch ein paar Tipps, dass man zum Beispiel in den hellen Boden Saft und Abrieb von einer Schale von einer Bio-Zitrone nimmt. Dass man Stracciatella macht, dass man also Schokostückchen oder Raspeln noch hinzufügt und. Also ganz viele verschiedene Variationen, so wie euch das gefällt. Ich mache jetzt einen ganz normalen hellen Boden und ja, dann fangen wir erstmal an. Zutaten habe ich mir schon alle hier hingestellt. Ich erzähle euch einmal kurz, was wir dazu brauchen. Das ist zum einen, ich kann euch ja mal einmal drehen, damit ihr das sehen könnt und euch einmal ein bisschen runter machen. Könnt ihr trotzdem nicht alles sehen, aber ist egal. Wir haben hier Butter, und zwar 150 Gramm weiche Butter. Die habe ich zwar schon ein bisschen draußen stehen, aber ob sie jetzt schon so ganz weich ist, weiß ich nicht. Gleiche Menge Zucker brauchen wir, also 150 Gramm Zucker. Wir brauchen 2 zimmerwarme Eier. Die habe ich also schon vor einer ganzen Zeit rausgeholt. Dann brauchen wir, gucken, dass ich hier nach der Reihenfolge gehe, Mehl. Ist auch 150, stimmt, genau, auch 150 Gramm Mehl. Und dann noch 50 Gramm Speisestärke. Speisestärke macht den Teig ja immer so ein bisschen lockerer. Deshalb nehme ich das ganz gerne. Also das sind 50 Gramm. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Schoko-Cupcakes macht, könnt ihr davon 30 Gramm weglassen und dann 30 Gramm von dem Kakaopulver dazu. Aber bitte nicht so Nesquik oder ihr wisst, was ich meine, sondern richtig schön dunklen Backkakao. So, hier habe ich jetzt 1 Teelöffel Backpulver und 1 Teelöffel Natron. Habe ich auch in ganz vielen Rezepten gesehen. Ich denke, warum kommt da Natron zusätzlich mit rein? Weil Natron auch noch das so ein bisschen lockerer und fluffiger macht und ein bisschen besser aufgehen lässt. Dann habe ich hier 50 Gramm Milch. Und weil ich ja Vanille-Cupcakes machen möchte, habe ich hier so ein Vanille, so eine Vanille-Creme. Das kann man sich auch im Thermomix selber machen, aber er ist, glaube ich, irgendwie mit Alkohol, irgendwie, ich weiß es auch nicht. Also habe ich noch nicht weiter geguckt. Das ist jetzt ohne. Das ist jetzt einfach, mein Gott, ich kann immer nur schlechter lesen. Rohrzucker, Wasser, Vanilleextrakt, Verdickungsmittel. Auf jeden Fall. Steht da nichts von Alkohol. Was ist das Verdickungsmittel, der Alkohol? Oh, Prise Salz. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und dann legen wir mal los. Legen wir mal los mit den Cupcakes.
Zuallererst geben wir natürlich jetzt die weiche Butter hier rein. Guck mal, jetzt habe ich den Korb noch nicht rausgeholt. Also die Butter hier rein, die müssen wir ein bisschen cremig rühren. Ach, guck mal, die fällt ja schön hier raus. Brauche ich den Spatel gar nicht. Und das mache ich jetzt auf Stufe 3 bis 4. Das ist jetzt kein Thermomix-Rezept, deswegen mache ich das einfach jetzt so frei Schnauze, so wie ich das mit dem anderen Teig auch machen würde. Ich habe jetzt einfach auf Stufe 4 gestellt und gucke jetzt einfach mal, dass ich das ein paar Sekunden laufen lasse. Das waren jetzt ungefähr 20 Sekunden. Genau. So, als nächstes kommt natürlich der Zucker dazu. Die 150 Gramm Zucker machen wir jetzt hier rein. Und das lasse ich jetzt auch nochmal. Ich mache jetzt einfach 30 Sekunden. Schon 3 und 4. 3 habe ich jetzt, ist optimal. So, das sieht auch gut aus. Jetzt, gut, die Eier. Rein damit. Das auch. Unterrühren. Auch so 20, ich könnte eigentlich, ich schreibe mir das jetzt hier alles auf, wie ich das mache. Und da das alles, was habe ich jetzt auf 3,5 gemacht, kann ich auch alles. Ich schreibe euch das immer dabei, wie ich das gemacht habe. Mal ein bisschen runterschieben. Alles gut. Alles gut, alles gut. Weiter geht's. Butter, Zucker, gut, Salz muss ich da auch noch reinmachen. Das mache ich jetzt eben rein, die Prise Salz. Und jetzt kommt das Mehl rein, die 150 Gramm Mehl. Die 50 Gramm Speisestärke. Ein Teelöffel Backpulver, ein Teelöffel Natron. Jetzt will ich einmal gucken, die Milch dann später dabei gegeben haben oder nicht oder doch. Milch auch sofort dazu, die 50 Gramm. Und wer hat Vanilleextrakt, wer mag, wer möchte, keine Ahnung. Kommt das noch dazu. Und gut ist, das soll ja auch nicht so lange untergerührt werden, das Mehl. Deswegen mache ich jetzt auch erstmal 20 Sekunden, auch mal wieder so 3,5. Da werde ich jetzt nochmal die Reste vom Mixtopf ran, werde ich so runter machen, damit das nochmal so ein bisschen runtergerührt werden kann. Das jetzt nochmal 10 Sekunden auch, auf Stufe 3,5. Und dann sind wir mit dem Teig fertig. Der Backofen heizt auch schon vor. Ein bisschen Milch drin. Tada! Na, das ist jetzt der schöne weiche Teig. Den werde ich mir jetzt erstmal rückstandslos umfüllen in meine Schüssel. Den Teig habe ich jetzt erfolgreich umgefüllt und möchte den jetzt hier in die Muffinform geben. Ich habe also jetzt jedes einzelne Feld, jede einzelne Mulde mit einem Papier, Tütchen, Papier, Flammchen ausgelegt und fülle jetzt den Teig mit so einem Portionierlöffel, ne? Wo man auch Eis mit portioniert, weil das klappt wirklich einfach am allerbesten. Also eigentlich ärgere ich mich, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Das habe ich jetzt auch bei den anderen gesehen. Jetzt hast du diese Portionslöffel, hast du im Schrank liegen. Was machst du damit? Nichts. Ne? Und dann ist, guck mal, ist das nicht klasse? Ich finde das voll cool. Und da kann man nämlich auch so schön optimal portionieren. Weil zu viel soll man ja auch nicht reinmachen. Sonst backen sie uns doch. Oh, ist das toll mit dem Löffel, ey. Ich gebe das gar nicht so was. Voll cool. Und wenn dann noch so ein bisschen Rest. Jetzt habe ich Scheiße gemacht. Jetzt habe ich Scheiße gemacht. So. Gucken,
der noch zu retten ist. Wenn dann noch Reste hier übrig bleiben, kann man die dann vielleicht doch noch auf die Förmchen, wo man ein bisschen zu wenig reingemacht hat, wie dieses umgekippte hier. Mal gucken, ob da noch was draus wird. Ja, bis auf den einen Verunglückten hier, aber das sieht man jetzt gar nicht so doll, habe ich jetzt den Teig hier in die Förmchen gefüllt und mit diesem Portionierlöffel. Ey, das ist voll cool. Das habe ich auch noch nie gemacht, das ist ja geil. Ich habe mir sonst immer abgequält mit zwei Esslöffeln oder so. Und dann, wenn er dann aus Versehen am Teig hängen geblieben ist mit dem Esslöffel, ist das ganze Förmchen wieder rausgezogen. Also echt klasse. Backofen heizt vor, beziehungsweise den habe ich schon ganz am Anfang wieder angemacht. Das ist immer das Allerbeste. 180 Grad Ober-Unterhitze. Und man soll es ins untere Drittel einschieben. Und zwar steht hier drin, circa 20 Minuten. Man soll sie auf gar keinen Fall zu früh rausholen. Habe ich vorhin über Muffins wieder gesagt? Oder Cupcake? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll nicht Cupcake sein, ja? Gut. Man soll sie nicht zu kurz drin lassen. Und auch nicht zwischendurch den Ofen aufmachen, weil es sein kann, dass die zusammenfallen. Ja, und auch nicht zu lange backen, weil dann werden sie zu dunkel und dementsprechend zu trocken. Gut. Ich fange an, nach einer Viertelstunde reinzugucken. Ihr wisst ja, die Öfen sind alle unterschiedlich. Jetzt muss ich natürlich erstmal hier wieder mein Jitter holen. Unteres Drittel. Gut, rein damit. In der Hoffnung, dass das gut wird. Ich bin gespannt. Cupcakes sind jetzt fertig. Bei mir waren sie auch 20 Minuten drin. Die haben oben so ein bisschen hell geschimmert. Da habe ich gedacht, na, sind die noch nicht durch? Aber sie sind durch. Alles gut. Ich habe Stäbchentest gemacht. Bei mir kommt das einfach hin mit 20 Minuten. Die müssen natürlich, bevor man sie überhaupt anfängt zu dekorieren, komplett auskühlen. Jetzt kommen wir mal zum Topping. Das habe ich gestern Abend schon gemacht. Kamera nicht mitlaufen lassen. Gestern ist ja Leon operiert worden. Das war alles so ein bisschen aufregend und Hickhack. Und ich wollte einfach dieses Frosting schon vorbereiten. Und habe das gestern Abend gemacht ohne Kamera. Ich werde das aber nochmal verfilmen. Aber ich zeige euch einmal das Rezept. Cream Cheese Frosting, Buttercreme mit Frischkäse, TM31. Findet ihr also in der Rezeptwelt. Ich habe es genauso gemacht, wie es hier in den Rezeptvorgaben steht. Das ist auch gar nicht so kompliziert und es schmeckt wirklich gut. Dadurch, dass hier nicht so viel Puderzucker drin ist, schmeckt man auch das Frische vom Frischkäse also noch raus. Es sind also 250 Gramm Butter, 250 Gramm Frischkäse und 150 Gramm Puderzucker hier drin. Und es ist so, dass die Butter erstmal Zimmertemperatur annehmen muss und dass man sie im Thermomix erstmal ohne Rühraufsatz rührt, bis sie so ein bisschen geschmeidiger ist, dann kommt der Rühraufsatz rein und wird dann so ein bisschen cremig gerührt. Das steht aber alles hier drin. Dadurch, dass sich oft die Butter dann am Mixtopfrand befindet, muss man zwischendurch alle 15 Sekunden, 20 Sekunden mal den Thermi ausschalten und die Butter wieder runterschieben. Das ist aber alles kein Problem. Das klappt wirklich richtig gut und es wird auch schön cremig und alles richtig toll. Nach der Butter kommt ja der Puderzucker dazu. Der wird auch etappenweise dazugegeben, damit sich das optimal unterrührt. Und ganz zum Schluss erst der Frischkäse, denn soweit mir bekannt ist, darf der nicht zu lange untergerührt werden, sonst verwässert das zu doll. Gut, und das habe ich dann einfach in eine kleine Schüssel gefüllt und habe es über Nacht im Kühlschrank gelassen. Und bei Zimmertemperatur wird es auch wieder ein bisschen cremiger. Und ich habe vorhin das aufgeteilt in zwei Hälften und zwar eine Farbe habe ich also so gelassen. Und die andere Farbe habe ich rosa eingefärbt, weil Anna Geburtstag hat. Und habe das dann in einen Spritzbeutel gefüllt. Und zwar versucht so einzufüllen, dass auf einer Seite hell das Helle ist und auf der anderen Seite das Rosa. Ne? Meine Beutel sind extrem klein, deshalb war das schwierig, das Zeug da einzufüllen. Und und solange die Cupcakes nicht abgekühlt sind, kann es ja sowieso nicht draufgegeben werden. Ich versuche jetzt einfach nur mal zu drücken und zwar muss erstmal ein kurzes Stück raus, damit beide Farben zu sehen sind. Und ich möchte euch einfach nur mal zeigen, wie einfach das ist, dass man zweifarbiges Topping macht.
das einfach mal hier hin und dann könnt ihr das mal hier sehen. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen jetzt hier. Ne? Dann habt ihr ein Topping, wo dann so ein bisschen rosa ist und so ein bisschen diese helle Creme. Und das könnt ihr ganz nach euren Geschmacksvorstellungen. Das ist also Lebensmittelfarbe. Mhm. Oh, das schmeckt. Einfach toll. Sieht das nicht schön aus? Wenn die Cupcakes abgekühlt sind, werde ich das drauf machen und werde euch dann noch ein schönes Foto zeigen. Ich wollte das dann noch so ein bisschen dekorieren. Ich habe noch so weiß-rosane Marshmallows und auch noch die Herzchen hier. Ja, dann gucken wir mal. Ne? Wir sehen uns später. Macht's gut! So ihr Lieben, die Cupcakes sind abgekühlt. Ich habe gerade schon mal ohne alles mal einen probiert. Die sind wirklich so soft, fluffig, so schön wie so eine Wolke. Geht ihr? Hallo junger Mann! Aber ganz flott, mein Freund. Mach dich mal hier vom Acker. So, ich nehme mal einen, so einen mittelgroßen. Na, ich zeige euch die noch einmal von nahem. Na, das sind die Teile. Und ich habe ja gesagt, dieses Frischkäse-Frosting, auch Cream Cheese oder Cheese Cream, ich vertue mich immer. Cream Cheese Frosting, nicht wahr? Habe ich jetzt hier in den Spritzbeutel gefüllt. So, jetzt versuche ich das auf den Katze gegen zu kriegen. Das ist meine Premiere. Und zwar habe ich das bei Sally gesehen. Die hat erst immer in der Mitte. Dann geht die so außen rum. Schön gemacht. Oh. Yes. Hell, dunkel. Cool. Und jetzt habe ich noch Deko. Habe ich eigentlich mal für was anderes gekauft. Und dann mache ich jetzt einfach hier. Also das ist jetzt die Marshmallow-Ausfertigung. Und jetzt muss noch ein Cupcake. Macht ja voll Spaß. Ich weiß nur nicht, wenn ich so weiter hier so eine Menge hier drauf spritze, da werde ich nicht weit kommen mit meiner Creme. Ich versuche es einfach mal. So, der ein bisschen anders aus. Anderser. Was habe ich denn noch? Ich habe noch so Herzchen. Mal gucken. Das ist jetzt die Herzchen. Ausführung für mein Töchterlein. Er hat ja bald Geburtstag und da habe ich gedacht, das wäre mal was Schönes für sie so zu mitgeben. Hey, ich kann es. Noch ein. Noch ein. Das macht richtig Bock. Habe ich noch was zum Dekorieren? Ich muss gleich mal im Schrank gucken. Ich habe noch was. So, an meine Mitte. Oh, der ist auch schön. Der ist auch schön geworden, ne? Ich kann das. Ich mit meinen linken Händen. Was habe ich denn hier? Oh, Schokokügelchen. Schokosplitz. In groß und in klein. Was ist das hier noch? Schokostreusel. Ich mag jetzt hier die hell-dunkel. Hau ich bestimmt die Hälfte daneben. Warte mal ab. Nicht runterbauen. Oh, was sieht das schön aus, immer, dass ich das überhaupt kann. Guck mal. Mit den Schokostreuseln. Cool, oder? Das gefällt mir aber. Jetzt bin ich aber ein bisschen schrott. Weil das eigentlich so gar nichts für mich ist, so ein Deko-Zeug. Ja. Wo ich gerade so schön dabei bin, muss noch einer herhalten. Nee, was macht das Spaß? Ich brauche die Dinger gar nicht essen, ich brauche die nur verzieren. Guck
Guckt mal. Ist das nicht schön? Ich bin ganz stolz. Das ist ja so schön. Natürlich mit dem Topping. Das kann man wahrscheinlich noch besser machen. Es ist auch jetzt sehr warm hier drin. Also das wird jetzt hier ganz schön verlaufen. Aber ich bin begeistert. Ich bin begeistert davon, wie toll das aussieht. Und das ist wirklich ein Traum. Gleich schnell ab in den Kühlschrank, damit das wieder fest wird. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin begeistert. Ich bin hin und weg. Jungs, kommt mal einmal. Ihr müsst mal gucken, was ich Schönes gemacht habe, eure Mutter. Komm mal schnell. Ja, bitte. Ich möchte mal einmal euer Urteil hören. Was ich hier gemacht habe, ob das schön ist. Oh, sag doch mal was. Sieht schön aus. Ist das nicht der Hammer? Will ich haben. Guck mal. Oh, voll im Fuß gestoßen. Guck mal. Voll, komm, sieht voll gut aus. Komm ins Bild. Die sehen voll gut aus, ne? Boah, guck mal hier, Marshmallows, ne? Besonders der. Der ist cool, wo? Den will ich haben. Na, warte mal, Finger weg. So, Finger weg. Komm noch ein Bild. Ihr könnt wieder gehen. Hier, Leonchen. Frisch operiert, alles noch voll Jod, aber ihm geht's gut. War's auch ganz tapfer, ne? Mhm. Ja, Niki hat heute Bauchschmerzen, ne? Der darf gar keine Muffins oder Cupcakes essen. Das ist natürlich das Problem. Also ich lasse euch jetzt noch mal gucken, bevor ich die jetzt wegpacke zum Abkühlen noch mal. Die kann man also auch super auch vorher noch im Kühlschrank lassen, weil der Teig ist wohl relativ saftig. Das macht dem nichts, das wird nicht trocken oder irgendwas. Und das Topping bleibt dann schön. Oh, ich habe so Spaß, dass das so schön geworden ist. Macht's gut, bis bald.